Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Floss. Heute habe ich ein Fashion Haul von H&M und Zara für euch vor. Ich werde versuchen, alles, was nur aktuell ist, zu zeigen, weil ich habe einige Sachen, die ich jetzt gesehen habe, dass sie ausverkauft sind, werde ich dann höchstwahrscheinlich nicht zeigen. Ich weiß, die Sonnenverhältnisse sind nicht mehr so ganz die besten. Ich habe mich leider mit dem Video verspätet. Die Sonne geht gleich unter, aber dennoch habe ich mich beschlossen, ein Video mit euch zu drehen. Ich hoffe, das Video gefällt euch und würde mich auf einen Daumen hoch super freuen. Dann fangen wir sofort mit dem Video an. Ich habe hier drei Artikel von Mango, die ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, aber ich wollte euch trotzdem zeigen, weil die mir super gefallen haben. Zum Beispiel, ich möchte erst mit dem ersten Teil anfangen. Es ist eine Tasche, eine Bauchtasche, aber die man auch gleichzeitig so tragen kann, wie ihr das so sieht. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, das sieht meiner Meinung nach sehr schön aus, aber ich finde einfach an dieser Bauchtasche das Schönste, wirklich, ich finde, das ist die schönste Bauchtasche, die zu mir passt, weil sie ist nicht zu sportlich. Zu sportlich würde zu meinem Stil nicht wirklich ganz passen. Und die Farbe hat mir sehr gefallen, Leute, weil das so ein lila Bordeaux ist und ich finde, diese Farbe passt mit vielen, vielen gut. Ich habe die in Italien gefühlt zu jedem Outfit angezogen. Eine Woche lang fast jeden Tag angehabt. Ja, die hat bei Mango 20 Euro gekostet, finde ich auch ganz okay. Dann komme ich zu einem ganz normalen Basic-Schal von Mango, die auch jedes Jahr haben. Aber ich fand einfach die Farbe sehr schön und stoffmäßig auch, hat es mir sehr gefallen. Dann komme ich zu einem Pulli, was ich auch bei Mango gefunden habe. Leider irgendwie nicht online findbar ist, aber ich habe es jetzt noch vor kurzem, vor 2 Tagen in den Shops massenweise gesehen. Die haben nämlich diesen Pulli auch in Grau, wobei ich noch am Überlegen bin, ob ich den auch in Grau kaufen soll. Da bin ich mir leider noch nicht so ganz sicher, aber ich zeige euch den mal, was ich jetzt habe. Und zwar, ich habe den in Hellbeige. Es ist ein Pulloverkleid, dessen Ärmel Ballonärmel sind. Eigentlich finde ich mittlerweile Ballonärmel nicht mehr so praktisch, weil man die in Mäntel schwer reinbekommt oder weil das einfach nicht so ganz toll in Mänteln aussieht. Aber wenn man jetzt schon Oversize-Mäntel hat, was ich auch gerne anziehe, dann passt das auch. Und schön an dem Pulli ist, dass der nicht kratzt, obwohl der so meiner Meinung nach so richtig kratzig aussieht. Ich habe den in der Größe M geholt. Gekostet hat er 25 oder 35 Euro gekostet, da bin ich mir leider nicht so ganz sicher, aber ihr könnt in den Shops reinschauen. Ich versuche euch das zu verlinken, wenn ich es doch noch finde. Als nächstes möchte ich mit einem Zara-Paket weitermachen und dann kommt ein riesen H&M-Paket. Ich hoffe, ich habe das zeitlich, weil ich versuche deswegen sehr schnell zu reden und wenig zu den Artikeln zu sagen und dementsprechend könnt ihr ja in den Links reinschauen. Paket Nummer 1. Wow, auch schön das Schönste von den ganzen, finde ich. Oder auch einer der Schönsten, weil ich habe echt sehr viele schöne Sachen. Es ist ein Midi-Maxi-Rock von Zara. Ein karierter Rock, der rot, grün, auch ganz viele anderen gelb, ja, schwarz und blau Farben mit dabei hat. Aber ich finde einfach Muster sehr schön, auch die Farben sehr schön für den Winter. Es ist ein Midi-Maxi-Rock, nenne ich den, weil der bei mir Maxi ist und höchstwahrscheinlich bei Leuten, die größer als ich sind, also größer als 1,60 zum Beispiel oder ein bisschen mehr sind, bei denen ist es höchstwahrscheinlich ein Midi-Rock, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil im Winter finde ich eigentlich etwas kürzere Röcke viel schöner, weil man die mit Boots anziehen kann. Der hat von sich selber auch einen riesen dicken Gürtel hier vorne, den man so schön zubinden kann. Ich finde den sehr schön und der hat 50 Euro gekostet. Zusammen mit dem Rock habe ich auch einen Oversize Sweatshirt, Poloshirt eigentlich gekauft und ich finde den einfach passend zu dem Rock sehr schön. Allgemein zu Röcken braucht man, finde ich, im Winter etwas Schwarzes, was basic ist, was nicht so spektakulär ist und ich finde den hier wirklich sehr passend zu allen. Den Rock habe ich in der Größe, habe ich vergessen zu sagen, in der Größe M gekauft und hier diesen schwarzen Polo Oversize Shirt habe ich in der Größe S gekauft. Zu dem weiteren Sweatshirt Oberteil ist hier dieser, eigentlich, die Farbe ist so schwer zu beschreiben, es ist weder ein Pastellgrün noch Pastellblau, so ein Mint, irgendetwas zwischen den beiden Farben. Aber ich fand bei dem Oberteil sehr schön, dass der auch hier vorne von sich selber einen Gürtel hat, den man so länglich
zur Seite binden kann. In braun. Hier. Der hat gekostet 20 Euro. Ich habe einen Jeansrock bei Zara gefunden. Den habe ich extra in L gekauft, was ich nicht machen sollte, weil jetzt muss ich ihn wieder zurückschicken, weil der mir schon zu groß war. Ich würde den mir in M bestellen. Es ist ein Mom Jeans Maxi Rock, nenne ich den jetzt mal so, weil der wirklich auch erstens schön von oben ist, high-waisted ist und von hinten sehen die Knöpfe schön, die Taschen schön aus, die Knöpfe sind schön weiß. Hier auch und ich finde einfach, das könnte man sehr schön mit einem Gürtel anziehen. Leider ist er mir zu groß, wie gesagt, aber es ist nicht wirklich das perfekte Maxi-Kleid, was man finden kann, weil hier muss ich auch etwas ändern, weil ich zeige euch das mal. Ihr fragt euch, warum hat die Olle sich das gekauft, aber hier vorne hat der eine riesen Öffnung, eine Dreiecköffnung und das hatte ich aber vor mit irgendetwas zu füllen, mit einem anderen Stoff oder vielleicht mit demselben Stoff oder mit einem anderen jeansfarbigen Stoff, könnte ich mir eigentlich sehr schön vorstellen. Hätte der nicht so eine Öffnung, wäre es klar besser, aber ich habe jetzt einfach keinen Jeansrock gefunden, was hinten so schön aussieht und auch vorne so schön aussieht, die Taschen schön sind. Und ja, bei Modernista sind die meiner Meinung nach nicht so wirklich modern. Also ich habe selber keine modernen gefunden und der hat auch nur 30 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, so 30 Euro und dieses Schnickschnack nach vorne noch zu machen, wäre nicht so wirklich teuer, wäre ganz okay. Aber wie gesagt, ich muss mir den in einer kleineren Größe kaufen. Aber hat mir sehr gefallen und werde auch ihn in M kaufen. Zu einem, wie versprochen, weiteren Maxi-Kleid. Rock, sorry. Es ist ein Maxi-Rock, was auch kariert ist, aber dessen Stoff, der eine Maxi-Rock, was ich euch gezeigt habe, ist stofflich nicht wirklich dick. Also es ist kein wirklicher Winterstoff, muss daher ja schon. Aber hier, der Rock ist wirklich schön dick, super gut geeignet für die kalte Tage. Die Knöpfe sind auch in demselben Stoff. Wie ihr seht, ist er vorne so beknöpft. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Der hat auch 50 Euro gekostet, habe ich mir in der Größe M gekauft. Als erstes möchte ich euch eine Jacke, einen Mantel zeigen, was mir so sehr gefallen hat. Ich habe wirklich so einen Mantel gesucht. Ihr seht das hier schon auch. Es ist ein karierter Mantel, was zweireihig geknöpft ist. Und ich finde den Mantel so schön, weil er auch etwas weit steht. Ich habe mir den in der Größe 34 gekauft. Gekostet hat der um die 60 Euro. Finde ich ganz okay, wenn man den so oft wie ich anziehe, ist es nicht teuer, finde ich, für einen Mantel. Und die Länge hat mir sehr gefallen, wirklich sehr, sehr schön. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren Maxi-Rock, der aber jetzt nicht von Zara, sondern von H&M ist. Es ist ein Wickelrock, was man um die Taille wickelt. Aber bei Wickelrücken hat man ja immer die Befürchtung, dass da was aufgeht, dass man was darunter anziehen muss, dies und das. Aber nein, bei dem ist das nicht so, weil er so wirklich gut öfters gewickelt ist. Es ist egal, wie du gehst oder wie du dich bewegst, wie große Schritte du machst und man sieht nichts. Also die Beine werden nicht geöffnet, sodass man nicht was darunter anziehen muss. Also wenn man möchte, kann man es machen, aber wie gesagt, es ist kein Muss. Und ich finde einfach, bei dem Rock, die Farbe so schön und so anders, habe ich jetzt wirklich nirgendwo anders gesehen. Es ist ein dunkles Braun mit weißen Punkten und es ist auch noch plissiert. Also Pünktchenmuster ist was für mich, plissiert ist was für mich, die Farben sind super. Ich habe mir den jetzt in der Größe 38 geholt, hätte ich aber in 36 holen können, weil ich den jetzt nicht mehr so ganz toll finde, weil er etwas runterrutscht. Aber leider habe ich den jetzt nicht in 36 bekommen. In 38 hatten die den nur deswegen. Habe ich mich dennoch gefreut. Dann kommen wir zu einem Maxi-Kleid, was ich auch in Italien sehr gerne angezogen habe. Ich zeige euch das jetzt so. Das war ein sehr dünner Maxi-Kleid, sodass man was 100% darunter anziehen musste. Und das, was mitkam, war leider zu kurz, sodass ich was anderes darunter angezogen habe. Ich habe einfach ein Unterrock, Unterkleid von einem anderen Kleid angezogen, was auch von H&M war und hat einfach auch gepasst. War super. Also wirklich sehr schön und der hat nur 40 Euro gekostet. Dann möchte ich zu zwei Maxi-Kleidern kommen, die ärmellos sind. Auch das habe ich in Italien angezogen. Ihr habt
Wenn ihr mein Italien Lookbook Video nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das genau hier oben. Oder wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr, was ich jetzt zeigen werde, weil ich das auch dort getragen habe. Es ist ein Maxi schwarzer, es ist ein so ein gerillter Stoff. Und hier vorne hat das einen V-Ausschnitt, aber hinten hat das einen tieferen V-Ausschnitt. Was ich aber nicht schlimm finde, weil ich ja so oder so was darunter anziehen werde. Und das sieht, finde ich, auch so anders und schön aus. Ich habe mir den in der Größe XS geholt. Sehr schön, also von der Länge sehr schön und vom Stoff her fühlt sich sehr angenehm an. Dasselbe habe ich jetzt auch in Grün gekauft. Die Farbe gefällt mir sehr, aber werde ich jetzt in dem Wetter höchstwahrscheinlich nicht kombinieren können. Der hat 7 Euro gekostet und der hat 25 Euro gekostet, höchstwahrscheinlich wegen der Farbe. Zwar sind diese Schuhe nicht für kalte Tage geeignet, aber ich habe die dennoch bestellt, weil die im Sale waren und mir zu 100% gefallen haben. Es sind Absatzschuhe, Mules, die hinten offen sind und vorne sind das die Mokassins. Also ich finde ja diese Form an Schuhen sehr schön und wenn die mit Absatz sind, sind die, finde ich, anders schön. Als nächstes möchte ich euch wieder etwas Kariertes zeigen. Ich finde, Winter ist einfach super mit kariert kombinierbar. Deswegen habe ich mir auch eine Hose geholt, die eine Tonhose, die schön weit ist. Die habe ich in der Größe 36 gekauft. Der hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Ein Sweatshirt, was mir auch sehr gefallen hat, ist hier das Oberteil. Ganz normal schwarz, schlicht mit einer weißen Aufschrift. Das kann ich mir sehr schön mit Rücken vorstellen, da das etwas kürzer ist und auch sehr schön dick. Der ist drin auch so ganz kuschelig. Den habe ich in der Größe XS geholt. Zu einem weiteren Maxi-Rock. Wie gesagt, ich suche gerade wie verrückt nach Maxi-Röcken, die ich im Winter so schön kombinieren kann. Es ist ein Maxi-Rock, der von vorne bis nach hinten, also vorne von oben bis nach unten mit Knöpfen beknöpft ist. Und der ist in schwarz. Der hat auch hier an den Seiten Taschen, finde ich auch sehr schön. Nur das Einzige, was mir nicht so zu 100% gefallen hat, ist der Stoff, weil auf dem Stoff sind etwas so kleine Pünktchen, die den Stoff auch etwas zu schick machen, meiner Meinung nach, so dass man ihn vielleicht nicht immer alltäglich kombinieren kann, aber ist nicht wirklich ein Problem. Ich will es dennoch behalten, weil es mir einfach gefallen hat. Aber ich hätte mich einfach gefreut, wenn es schlicht nur schwarz wäre. Ich versuche euch mal das zu zeigen, was ich meine. Seht ihr? Genau. Aber dennoch hat es mir gefallen. Ich will es behalten. Dann zu den zwei letzten Teilen, die ich euch zeigen möchte. Ist einmal dieser Blazer, der mir sehr schön gefallen hat. Aber die haben irgendwie etwas falsch gemacht. Obwohl ich die Größe 36 bestellt habe, haben die mir die Größe 40 geschickt. Verstehe ich gar nicht. Die passt mir sowas von nicht. Und finde ich auch sehr schade, weil die so günstig war. Und hoffe einfach, dass ich den wieder kriegen kann. Der war nur auf 10 Euro reduziert. Kommen wir zu dem letzten Teil. Es ist ein Maxi-Kleid. Irgendwie habe ich nur Maxi-Kleider und Maxi-Röcke hier bei meinem Haul gehabt. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Ja, es ist ein Maxi-Kleid, was mir vom Stoff her wirklich sehr gefallen hat. Fühlt sich sehr schön hochwertig an, aber auch der mustermäßig hat mir sehr gefallen. Es ist beige und braun. Ich finde irgendwie blau. Ich finde einfach die Kombination von beige und braun blau sehr schön. Ich finde eigentlich allgemein alles, was mit beige zusammenpasst, sehr schön. Erdtöne gefallen mir sehr und blau hat meiner Meinung nach auch sehr gut gefallen. Es sind so feine Blumen. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Moment. Und ja, es ist schon relativ maxi. Ich würde das nur mit Strumpfhosen anziehen. Ich würde da keine Hose drunter anziehen. Ja, das waren eigentlich auch die ganzen Artikel, die ich euch zeigen wollte. Da ich versucht habe, schnell zu reden, habe ich höchstwahrscheinlich einige Informationen nicht genannt oder habe vielleicht mich versprochen. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich wollte die Sachen euch zeigen, bevor ich etwas zurückschicke oder wieder einpacke oder etwas vergesse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Hijab-Applaus.